Und der Cowboy. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, weil wir haben nämlich einen Top-Fachmann von Bosch hier und der kann euch technische Details zum Motor erzählen, von denen wir noch keine Ahnung gehabt hätten. Also die Ideen, die in den Bosch-Motor mit einfließen und die Motorcharakteristik entsprechend geprägt haben, ist erstmal der Oberbegriff natürliches Fahrgefühl. Und da ich ein bisschen bei der Entwicklung mitspielen durfte, kommen natürlich Gedanken aus dem Trailsport. Ich persönlich bin Trailer. Trail ist wohl der intensivste Sport, wo Pedalieren, Hüpfen, Ansprechverhalten an alleroberster Stelle stehen. Und solche Gedanken tippeln, Mikrotippeln, dass das Pedal am Fuß kleben muss, dass der Motor zu jeder Zeit ansprechen muss, damit man Hüpfer machen kann, damit das alles sofort in der richtigen Sekunde und auch adäquat zum Bike-Gewicht funktionieren kann. Das haben wir quasi beim Bosch-Motor umgesetzt und deswegen funktioniert er auch so viel besser, so viel anders als andere Systeme. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal, was man beim EMTB alles machen kann und wieso man damit auch sehr schwere technische Trail-Passagen hochkommt. Auch Hunde dabei. Fünf Loops. Fährst du heute mit, bist du mein Trail-Hund? Los geht's. Abfahrt Trail. Ich habe heute das Vergnügen, mit euch etwas Uphill-Flow zu spielen auf den Test-Trails hier in der Flachau. Und damit das Ganze auch kernig und würzig wird, wählen wir direkt mal hier diesen schwarzen Pfeil, die Tour 5. Ich hoffe, das ist nicht S5. Eigentlich hoffe ich es doch. Und dann können wir mal gucken, wie wir damit klarkommen und wer hier am besten Fahrrad fährt heute. Schwarz können wir fahren, oder Petra? Los geht's. Los geht's. Ich kann auch gut schieben. Stefan erklärt euch jetzt gleich, welcher Modus zum Trailbiken am besten geeignet ist und natürlich mit den technischen Details, warum das so ist. Das haben wir dem EMTB-Modus zu verdanken. Und wie das jetzt geht, zeige ich euch und das macht ihr jetzt mal nach. Selbst da, wenn es so steil ist, reißt der Schwung nicht ab. Ja. Das heißt, wenn du jetzt da hochfährst und du guckst dir diesen Hang an, denkst du, ach du Scheiße, da kann ich ja gar nicht durchtreten, weil mein Pedal wird da irgendwo aufstoßen, zum Beispiel an der Wurzel oder an der anderen Wurzel. Dann kannst du einfach treten, aufhören zu treten, zwei Tippler machen und sobald es wieder geht, kannst du entspannt. Und ich krieg die Energie, die ich brauche, um da hochzukommen. Und zwar sofort. Und sofort. Ja. Also durch diesen Tippler reagiert der Motor und ich komme diesen... Genau, also du hast quasi zwei Effekte. Das eine ist, das Fahrrad klebt über das Ansprechverhalten des Motors immer am Fuß und adäquat zum Pedaldruck und Pedalwinkel kriegst du auch etwas mehr Rückenwind. Dynamisch, elastisch, agil, einfach weiterfahren, ohne dass dir das Mehrgewicht von deinem Fahrrad irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, jetzt hat das langsam. Und was hat er da jetzt genau genutzt? Das war im EMTB-Modus? Genau, da hat er jetzt im EMTB-Modus ein Bewusstsein entwickelt, dass er keine Angst haben braucht, dass der Motor in irgendeiner Situation absäuft, sondern in jeder Situation am Fuß ist, egal was man tut, der spricht immer an und zwar immer genauso doll, wie man das mit dem Fuß diktiert. Das klingt echt verdammt gut. Das ist so. Sagt euch das Wort Pedalmanagement eigentlich was? Pedalmanagement ist nichts anderes als quasi die Position des Pedals und die Trittabfolge koordiniert dann anzuwenden, wenn sie nötig ist. Würde ich jetzt mit dem richtigen Pedalmanagement und dem richtigen Gang, idealerweise, wenn ich mit einer halben Pedalumdrehung eine Radlänge zurücklege, genau eine Radlänge vor dem Hindernis mit meinem falschen Pedal vorne, den Bewegungsablauf anfangen und mit der nächsten halben Kurbelumdrehung mein Vorderrad da zu haben, wo es hin soll, um dann mit dem Extended Boost über die kritische Stelle rüber zu rollen, um nicht aufzuklippen, um anschließend richtig weiterzufahren. Und das sieht dann so aus. So, jetzt fahre ich da hin. So, Vorderrad oben, Boost und weiter. Wir haben gerade gesehen, dass der Profi nur hochtippeln kann. Jetzt testet Nico, ob er es auch kann. Vor allem muss das Ganze ohne hektisch sein. Kannst du komplett entspannen, das macht der Motor für dich. Oh. Jetzt probiere ich es auch mal. So, jetzt kommt was, das kann sicher auch jeder von euch brauchen, nämlich anfahren im Steilen am Berg. Gibt es eine gute Technik, wieder aufzusteigen, um dann anschließend wieder in seinen Uphill-Flow hineinzukommen? Also grundsätzlich funktioniert die Technik immer, ganz egal, welche Position man wählt. Man kann natürlich aber trotzdem ein bisschen optimieren, indem man sich die richtige Stellung zum Berg sucht. Hat man die Möglichkeit, sich die Stellung zu suchen, weil der Weg breit ist wie dieser hier, dann versucht man sich immer einigermaßen parallel zum Hang hinzustellen. Wir haben eine Bergseite und eine Talseite. Wir sehen zu, dass wir dann von der Bergseite wieder aufs Fahrrad aufsteigen. Der Bergfuß ist am Boden
Der Talfuß ist in dieser Stellung, je nachdem wie rum man steht, entweder auf 11 oder auf 2 Uhr. Und das Fahrrad ist leicht zum Hang geneigt. Und wenn man jetzt losfahren möchte, darf man einen Fehler nicht machen. Man darf sich nicht mit dem Fuß abstützen und zu schnell mit dem Oberkörper nach weit nach vorne oben gehen. Weil dann der Druck am Hinterrad weg ist, die Traktion weg ist und man einfach hinten durchdreht. Und wenn man das fünfmal macht, hat man keinen Bock mehr. Nein, man bleibt fest im Sattel sitzen. Der Sattel ist 3 cm runtergebracht. Und dann kommt das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Zuerst setze ich meinen Fuß aufs Pedal. Zack, aus dieser Position tatsächlich es zulassen, dass zuerst der Fuß hier aufs Pedal kommt. Da kann man ein paar Mal üben. Das Fahrrad ist leicht zum Hang geneigt, dass wenn was passiert, dass man zum Berg fällt und nicht den Hang hinunter. Bremsen sind dabei gezogen, der Fuß kommt drauf. Und wenn der Fuß drauf ist, drücke ich rein. Der Bosch-Motor gibt dir nämlich dann sofort Bums. Die Bremsen lasse ich schleifend dann langsam sich öffnen und fahre los. 21, 22, 23, Fuß drauf und losfahren. So einfach ist das. Das testen wir jetzt tatsächlich auch, würde ich sagen. Den hier üben. Ah, Arme gestreckt, bergauf, Wheelie. Uphill Wheelie. Die Angeber. Wahnsinn. Für alle, denen Uphill Wheelie jetzt nicht so viel sagt, das bedeutet, dass man möglichst lange im Sattel sitzen bleibt und die Arme gestreckt hält und dadurch den Schwerpunkt etwas nach hinten bringt, damit der Hinterreifen Traktion behält. Beim E-Bike. So, geht doch mal aus. EMTB-Modus, ganz wichtig. Da war der Pauser. Oh. An der Bremse. Entspannt, gleichmäßig. Ich hab die perfekte Line, weil der Guide nach vorne gefahren ist. Geil, mal. Wow. Hammer. Nächster wichtiger Punkt, die Schiebehilfe, wenn es einmal nicht geklappt hat mit dem Hochfahren. Ja, genau, das hast du mir schon gesagt, dass Schiebehilfe dein geheimer Fetisch ist. Und in Wirklichkeit ist Schieben auch das neue Fahren. Ich, um ein bisschen anzugeben, habe ja im Gegensatz zu euch schon das Smart System, die nächste Systemgeneration von Bosch. Und da funktioniert das nämlich nochmal einen Tick anders als bei euch. Denn jetzt ist die Schiebehilfetaste nicht mehr auf der Plus-Taste. Und die Zweistufigkeit, die ja gesetzmäßig vorgeschrieben ist, haben wir ein bisschen vermagisiert. Also das ist jetzt ein bisschen Magie dahinter, dass sie immer noch zweistufig ist, aber sich wie einstufig anfühlt. Was das bedeutet, zeige ich euch jetzt. Angenommen, man fährt an den Berg, zack, ja, dann muss ich jetzt zur Aktivierung der Schiebehilfe hier die Minustaste drücken. Was ist der positive Nebeneffekt? Ich komme tiefer unter meinen Lenker. Das bedeutet, ich habe meinen Lenker besser im Griff. Wenn ich die dann drücke mit einem Long Press, dann erscheint hier das Fenster 7-6 Sekunden. Und um die jetzt zu aktivieren, rollt mein Rad ein Stück rückwärts, zuck, und sie ist an. Zack, wenn ich aufhöre, habe ich wieder 8 Sekunden, um sie zu reaktivieren. Zack, bumm. Damit aber nicht genug. Das Rückwärtsrollen am Berg passiert quasi von selbst. Dadurch springt die Schiebehilfe von selbst an. Aber auch durch eine Geste neigen oder ein Stück vorwärts schieben, geht das Ding sofort los. Man muss nicht mehr viel nachdenken, was man eigentlich tun muss. Schön mit dem Daumen unter den Lenker, alles super. Und das nicht nur im Gelände geil, sondern auch auf der Kellertreppe. Und die lässt du dann gedrückt beim Schieben sozusagen? Die lasse ich dann gedrückt beim Schieben. Wenn man noch zu viel übrige Energien hat, kann man natürlich auch so bergauf fahren. Ah ja, stimmt, können sollte man es dann vielleicht auch noch. Wow. Es ist echt schwer, hier so hoch zu fahren. Wahnsinn. So, ich probiere das im fahrerischen Modus. Nämlich folgendermaßen. So hochkommen, einschlagen und wieder. Ja, mit Fanflug. Hallo. Tschüss. Oh, Alter, der Klassiker. Puh, was habe ich falsch gemacht? Bin zu weit nach vorne, was haben wir gelernt? Gewicht nach hinten, dass der Motor Grip hat. Und hier seht ihr dann auch gleich, wie es besser geht. Hier funktioniert es nämlich so richtig gut. Das war auch mega steil. Steil ist geil. Für alle, die denken, dass E-Biken kein Sport ist, die sollten sich mal bei solchen Uphills versuchen. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt wird geschaut, wie weit die kommen. Battle sozusagen. Oh!
Ja, weil zu viel tricksen kann manchmal auch tricky sein. Jetzt bleibe ich aber dran. Ah, beinahe hätte ich Nikos Siegchancen eingeräumt. Jetzt wird es spannend. Ah, nein! Ah ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Probiert es mal aus. Ja! Weg ist er! In der Ruhe liegt die Kraft, haben wir gesagt. Ein Fuß, Mist. Wow. Ja! So, jetzt geht's ab auf den Downhill. Ich hoffe, ich schlage mich da ein bisschen besser, weil Uphill ist ja nicht so mein Favorite. Da muss ich noch viel üben. Und jetzt runter. Mal sehen. hast aber schon gut gemacht, den Uphill, finde ich. Und jetzt im Downhill können wir natürlich die Stärken vom E-Bike ausspielen, weil das hier so ein bisschen schwerer hat, tieferen Schwerpunkt, liegt satter, quasi wie auf Schiene. Und da können wir uns jetzt so richtig schön runtergrenzen auf dieser schwarzen Linie. Yes, dein Wort in Gottes Ohr, oder wie war das? Ich habe mich gerade noch gefragt, was mache ich da am besten? Welchen Gang nehme ich am besten und vor allem welche Unterstützungsstufe? Was sagt der Profi? Das ist natürlich alles auch nicht richtig trivial, aber auch da kann man das E-Bike fantastisch nutzen. Generell für alle Fahrräder gilt, einen nicht zu leichten Gang zu nehmen, damit, wenn man mal langsam wird und aus einer Kurve wieder raus beschleunigen muss, nicht ins Leere tritt. Das kann nämlich auch gerne mal zum Sturz führen. Also, weiß ich nicht, dritter, vierter Gang ist in steilen Abfahrten bestimmt angebracht. Habe ich den zwei... Passt schon ganz gut, habe ich antizipiert. Unterstützungsstufe, manche Leute meinen immer, macht man aus. Ist natürlich totaler Quatsch. Ich empfehle den EMTB-Modus. Warum? Weil, wenn man in Kurven dann in Kurven reinrollt, die Kurven nicht kennt, rollt man etwas vernünftig langsam mit Pedalstellung parallel oder Kurvenäußerer Fuß unten da rein. Und mit dem Extended Boost kann man dann mit einer halben oder einer ganzen Pedalumdrehung mit ganz, ganz wenig Input ziemlich viel Schwung wieder aufbauen. Perfekt. Dann wollen wir doch gleich mal starten, hätte ich gesagt. Damit ging es endgültig ab auf den für mich lang ersehnten Downhill. Der war richtig schön, gar nicht so einfach, aber trotzdem gut zu fahren. Eigentlich ein mega geiler Trail, so wie er Das stimmt. Und ja, man muss auch wirklich zugeben, dass die schweren Kisten, wie er schon gesagt hat, gewisse Vorteile bei den Downhills bieten. Wir haben es dann auch noch bio probiert danach. Wir müssen ja für die Transalp trainieren und haben dann echt gemerkt, ja, war eine Spur schwerer. Definitiv. Okay, ich weiß, Leute, das ist alles gar nicht so einfach zu verstehen, was es mit dem Pedalmanagement, dem Überwinden eines Hindernisses und dem Extended Boost auf sich hat, aber hier mal ganz einfach das Pferd von hinten aufgezäumt. Wenn ich gleich dieses Hindernis fahre und ich hier so stehe, dass mein Vorderrad ungefähr in der Position vielleicht etwas tiefer ist, dann will ich, dass mein guter Fuß wieder vorne ist. Mein guter Fuß ist der linke Fuß. Damit ich bis zur letzten Sekunde Schwung holen kann und mit meinem falschen Fuß quasi den Bewegungsablauf starte, bedeutet das, ich jetzt mal zurückrolle, dass ich irgendwo in diesem Bereich, wenn mein falscher Fuß, also der rechte Fuß, in diesem Bereich ist, meinen Bewegungsablauf anfangen muss. Also hier fange ich quasi an, auf dem Hinterrad zu fahren, mache eine halbe Pedalumdrehung, setze das Vorderrad auf, trete kraftvoll rein, der Boost wird aktiviert, mein gutes Pedal ist vorne und ich rolle einfach nur so über das Hindernis rüber. Jetzt wird es live umgesetzt, was wir gerade besprochen haben. So macht der Profi. Yeah! Das ist halt total geil, weil du halt wirklich, nachdem du das richtige Pedalmanagement gemacht hast, deinen guten Fuß vorne hast und trotz der Steigung, trotz des Gewichtes immer noch genug Schwung hast, um antilopengleich dieses Hindernis zu überrollen. Ja! Ja! Fuß! Und das
kommt der Dings, der Boost. Kurz, wer bist du? Ich bin Ramon, 13 Jahre alt, aus Thüringen. Und kannst Mountainbike fahren? Ja, ich fahre auch hobbymäßig. Und fährst jetzt hier einfach mal zum Spaß die Trails ab? Ja, aus Spaß. Der Nachwuchs. Yeah. Yeah. Bin schon weg. Achtung, 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 jetzt kommt's. Flup. Das war doch ein Trick. Oh, oh. Aber witzig. Dieser Part hier, der ist jetzt tatsächlich einfacher mit E-Bikes als die mit Bios. Aber alles andere ist echt extrem, was man so alles anstellen kann. Na jetzt, Wheelie Battle. Hier eine besonders effiziente Übung für Anfänger, Anfahren am Berg im Downhill, auch genannt der Cowboy. Yeehaw!